Modul 1 plus 2. Organisation des Körpers und Zytologie. Einführung in die Anatomie, Organisationsstufen. Organisationsstufen. Atom. Atome bilden die kleinsten chemischen Bausteine des menschlichen Körpers. Jedes Atom besteht aus einem Kern mit positiv geladenen Elementarteilchen, Protonen, neutral geladenen Elementarteilchen, Neutronen. Der Kern wird von negativ geladenen Elektronen umkreist, welche die sogenannte Elektronenhülle bilden. Abhängig von der Zusammensetzung des Atoms, bildet dieser der Grundstoff der Materie, das Element. Der Körper besteht hauptsächlich aus Wasserstoff, H, Sauerstoff, O, Kohlenstoff, C, Stickstoff, N. Organisationsstufen. Molekül. Atome verbinden sich aufgrund ihrer Bindungskraft untereinander zu größeren Gruppen, den Molekülen. Es handelt sich dabei um die kleinste chemische Verbindung. Moleküle, die wir im Zusammenhang mit dem menschlichen Körper kennenlernen werden, sind ZB. Wasser, Fette, Proteine, Kohlenhydrate, Salze, Natrium, Kalium, Calcium etc. Vitamine. Molekül, Beispiele, Wasser, H2O. Zwei Wasserstoffatome plus ein Sauerstoffatom. Molekül, Beispiele, Kohlenstoffdioxid, CO2. Ein Kohlenstoffatom plus zwei Sauerstoffatome. Molekül, Beispiele, Eiweiße, sehr große Verbände von Atome. Organisationsstufen, Organellen. Durch den Zusammenschluss von mehreren Molekülen bilden sich Organellen, welche im Innern der Zelle zu finden sind. Die Organellen erfüllen in der Zelle spezifische Aufgaben und bilden somit die kleinste Funktionseinheit im Körper. Beispiel: Bildung der DNA, Umwandlung von Zucker in Energie, Transport von Stoffen. Organisationsstufen. Zelle. Die Zelle ist die Grundlage jeden Lebens. Jede einzelne Zelle im Körper enthält das Gesamterbgut, DNA, und übernimmt die spezifischen Aufgaben des betreffenden Gewebes. Muskelzelle, Knochenzelle, Nervenzellen, Drüsenzellen etc. Beispiel: Zellen der Haut, Zellen der Niere, Zellen des Muskels, Nervenzelle. Zellen des Immunsystems greifen eine fremde Zelle an. Organisationsstufen. Gewebe. Zellen, die gemeinsam eine Funktion erfüllen, schließen sich zu einem Gewebe zusammen. Beispiel: Haut, Muskel, Knochen. Organisationsstufen. Organe. Gewebe, die räumlich nahe beieinander liegen, bilden ein Organ. Jedes Organ übernimmt eine spezifische Funktion. Herz, Leber, Niere, Dünndarm etc. Organisationsstufen. Organsystem. Organe, die untereinander zur Erfüllung einer spezifischen Aufgabe in enger Beziehung stehen, bilden zusammen ein Organsystem. Magen-Darm-Trakt. Harnsystem. Blutsystem. Nervensystem etc. Organisationsstufen. Psyche. Obwohl sich die Anatomie mit einzelnen Strukturen beschäftigt, ist es unabdingbar, den menschlichen Körper als Ganzes zu betrachten. Nicht auszuschließen ist dabei unsere Psyche, Seele, welche unserem Organismus das eigentliche Leben verleiht. Schlüsselbegriffe. In der Medizin verwenden wir fachspezifische Begriffe, um verschiedene Prozesse oder Lagebeschreibungen im Körper zu beschreiben. Topographie. Topographie beschreibt die Lage eines Organes im Körper, welches ZB bei einem Arztbericht eine wichtige Bedeutung hat. Morphologie. Die Morphologie beschreibt die Form und den Aufbau von Organen und Strukturen im Körper. Makroskopische Anatomie. Makroskopische Anatomie sind Strukturen, die mit bloßem Auge sichtbar sind. Beispiel: Chirurgie. Mikroskopische Anatomie. Mikroskopische Anatomie sind Strukturen, die nicht mehr mit bloßem Auge sichtbar sind. Physiologie. In der Physiologie sprechen wir über gesunde Prozesse und Funktionen des menschlichen Körpers. Herzkreislauf. Sauerstoffaustausch. Transportmechanismen.
Hormonbildung etc. Pathologie. Die Pathologie beschreibt einen krankhaften Zustand im Körper. Beispiel: Ekzem, Knochenbruch, Tumor. Pathophysiologie. In der Pathophysiologie sprechen wir über krankhafte Prozesse und Funktionen des menschlichen Körpers. Beispiel: Diabetes mellitus, Entstehung Fieber, allergische Reaktion auf Bienenstich. Eigenschaften der Zelle. Bevor wir die einzelnen Zellorganellen genauer anschauen, müssen wir die Funktionen und Eigenschaften der Zelle verstehen. Eigenschaften der Zelle: Regeneration, Erneuerung, Wachstum, Reizbarkeit, Phagozytose, Hyperplasie, Stoffwechsel, Vermehrung, Hypertrophie, Sekretion, Atrophie, Beweglichkeit. Eigenschaften der Zelle: Wachstum. Um das Wachstum zu gewährleisten, bildet die Zelle neue Baustoffe, sogenannte Strukturalweise. Erneuerung von Zellen, Gewebe. Gewährleistung von Festigkeit oder Elastizität von Gewebe. Eigenschaften der Zelle, Stoffwechsel. Baustoffwechsel: Damit der Aufbau und Ernährung der Zelle gewährleistet sind, kann die Zelle Stoffe aufnehmen und wieder an die Umwelt abgeben. Beispiel: Eiweiß als Baustoff. Wasser. Eigenschaften der Zelle: Stoffwechsel. Betriebsstoffwechsel: In der Zelle finden diverse chemische Prozesse statt. Beispiel: Umwandlung von Sauerstoff und Zucker in Energie. Produktion von Sekreten. Drüsenzelle. Grundsubstanz: Nervenrezeptoren, Bindegewebe, Wasser. O2 und Nährstoffe. CO2 plus Abfallstoffe. Eigenschaften der Zelle: Sekretion. Bestimmte Zellen haben die Aufgabe, Sekrete abzusondern. Schleim: Erhalt der Feuchtigkeit der Schleimhäute. Speichel, Magensaft, Galle: Für die Verdauung. Hormone: Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Eigenschaften der Zelle: Phagozytose. Einige Zellen haben die Fähigkeit, Substanzen zu fressen und sie so unschädlich zu machen. So reagiert zum Beispiel das Immunsystem auf Bakterien, abgestorbenes, körpereigenes Material, Viren, Parasiten, Krebszellen. Eigenschaften der Zelle: Phagozytose. Eigenschaften der Zelle: Beweglichkeit. Einige Zellen haben die Fähigkeit, sich im Körper selbstständig fortzubewegen. Beispiel: Samenzellen mittels Geißelschlag, weiße Blutkörperchen mit amöboider Fortbewegung. Amöboide Fortbewegung. Eigenschaften der Zelle: Reizbarkeit. Damit die Zellen untereinander kommunizieren oder auf die Umwelt reagieren können, müssen sie Reize aufnehmen und weiterleiten. Beispiel: Reizübertragung bei Nervenzellen. Reaktion auf Hormone. Reaktion auf pH-Wert. Eigenschaften der Zelle: Regeneration. Zugrunde gegangene Zellen können erneuert oder ersetzt werden. Grundsätzlich gilt: Regeneration ist ein permanenter Prozess im Körper. Beispiel: Lebensdauer von Zellen. Epithelzellen des Dünndarms: 5 Tage. Die Leber: 2 Jahre. Das Skelett hat sich nach 10 Jahren ausgewechselt. Nervenzellen hingegen bleiben ein Leben lang bestehen und regenerieren kaum. Eigenschaften der Zelle: Vermehrung. Durch Zellteilung können sich die Zellen vermehren. Mitose, Zellteilung. Meiose, Zellteilung bei Fortpflanzung. Eigenschaften der Zelle: Hypertrophie. Einzelne Zellen können sich durch Mehrbelastung, zum Beispiel durch Krafttraining, vergrößern. Beispiel: Schilddrüsenzellen. Eigenschaften der Zelle: Hyperplasie. Krankhafte Vermehrung von Zellen eines Organs infolge fehlerhafter Steuerungsimpulse und dadurch Vergrößerung des Organes. Beispiel: Durch Jodmangel vergrößerte Schilddrüse. Eigenschaften der Zelle: Atrophie. Abnahme von Volumen oder Abnahme der Anzahl Zellen. Beispiel: Muskelschwund infolge von Inaktivität, zum Beispiel nach einer Operation. Die Zelle: Der gesamte menschliche Organismus, wie auch die tierischen Lebewesen und Pflanzen, bestehen aus Zellen.
Je nach Funktion einer Zelle können Form und Bauart große Unterschiede aufweisen. Beispiel: Knochenzelle, Drüsenzelle, Sinneszelle, Epithelzelle, Flimmerepithelzelle, Blutzelle, Eizelle, stark verkleinert, Bindegewebszelle, glatte Muskelzelle, Knorpelzellen, Nervenzelle, Samenzelle. Trotz der unterschiedlichen Zelltypen besitzen alle Zellen eine Zellmembran, Hülle, Zellplasma, Zellflüssigkeit und Zellorganellen inklusive Zellkern mit der gesamten DNA. Zellmembran. Die Zellmembran schützt das Innere der Zelle und hält sie zusammen. Dabei ist die Zellmembran halbdurchlässig, semipermeabel. Dadurch können nur selektierte Stoffe die Membran durchqueren und in das Innere der Zelle gelangen. Beispiel: Nährstoffe, Wasser, Stoffwechselprodukte, Botenstoffe, Hormone. Der Transport von Stoffen in und aus der Zelle kann passiv oder aktiv erfolgen. Aktiver Transport benötigt zusätzlich Energie. Passiver Transport erfolgt ohne Energieaufwand. Die Zellmembran schützt das Innere der Zelle vor der Außenwelt. Um mit der Außenwelt zu interagieren, hat die Zellmembran verschiedene Sensoren. Beispiel: Zellen in der Bauchspeicheldrüse messen den Blutzuckergehalt im Blut. Ausschnitt einer Zelle mit Zellmembran. Zytoplasma. Die Zellflüssigkeit, das Zytoplasma, ist eine zähflüssige Masse. 75% Wasser, 25% anderen Stoffe, Eiweiße, Kohlenhydrate, Salze, fettähnliche Stoffe. Die Zellorganellen schwimmen im Zytoplasma. Organellen. Die einzelnen Organellen übernehmen spezifische Aufgaben in der Zelle. Je nach Funktion sind unterschiedlich viele in der Zelle enthalten. Mikrovilli, Zentriol, Mikrotubuli. Durch Exozytose auszuschleusendes Sekretbläschen. Reues endoplasmatisches Retikulum mit Ribosomen besetzt. Glattes endoplasmatisches Retikulum. Zellkern. Nukleolus. Golgi-Vesikel. Golgi-Apparat. Mitochondrium. Kernporen. Folgende Organellen werden wir genauer betrachten: Zentriol. Mitochondrien. Ribosomen. Zellkern mit Kernkörperchen. Kernkörperchen mit Erbgut. Endoplasmatisches Retikulum. Golgi-Apparat, die Zelle. Zentralkörperchen oder Zentriol. Das Zentriol gehört zum Zytoskelett und bildet mit seiner Röhrenform quasi das Gerüst der Zelle. Weiter übernimmt es eine wichtige Aufgabe während der Zellteilung. Mitochondrien. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Sie wandeln Zucker mit Hilfe von Sauerstoff in Energie um. Die Anzahl der Mitochondrien spiegelt den Energieverbrauch der Zelle wider. Ausdauersportler besitzen mehr Mitochondrien als Untrainierte. Mitochondrien. Mitochondrium im Mikroskop. Endoplasmatisches Retikulum. Das endoplasmatische Retikulum bildet das Kanalsystem durch die Zellen. Neben Transportaufgaben werden hier nach der Zellteilung neue Zellmembran, Bestandteile produziert. Golgi-Apparat. Sortier- und Verpackungsanlage der Zelle. Auszuschottende Stoffe aus dem endoplasmatischen Retikulum werden abgeschnürt und aus der Zelle geschleust. Bildung und Speicherung von Sekreten. Hormone. Transmitter. Enzyme. Zellkern. In jedem Zellkern liegt ein Kernkörperchen sowie das gesamte Erbgut, DNA, des menschlichen Körpers. Der Zellkern bildet das Steuerorgan der Zelle. Im Erbgut, DNA, sind alle Informationen des Körper, Anatomie und deren Funktion, Physiologie, enthalten. Neben den körperlichen Merkmalen sind auch alle charakteristischen Eigenschaften eines Menschen im Erbgut festgehalten. Die Zelle, DNA, Desoxyribonukleinsäure, Nukleinsäuren. Die DNA-Stränge, welche bei der Zellteilung die Chromosomen bilden, befinden in der Ruhephase lose wie Spaghetti im Zellkern. Der Bauplan für die Neubildung von Baustoffen sowie alle Informationen für alle Prozesse im Körper müssen von der DNA abgelesen werden und im betreffenden Organell umgesetzt werden. Dies wird in Form der mRNA durchgeführt, welche als Überlieferer der Erbinformation dienen.
In der Genetik sind DNA, Desoxyribonukleinsäure, und RNA, Ribonukleinsäure, zentral. Beide sind Nukleinsäuren, die in allen lebenden Zellen vorkommen und eine entscheidende Rolle bei der Kodierung, Dekodierung, Regulierung und Expression von Genen spielen. Ribosom. Das Ribosom produziert für den Zellaufbau und die Zellfunktion Eiweiße. Proteinbiosynthese. Die Information aus dem Bauplan erhalten Sie von der mRNA. Das Ribosom erzeugt Grundbaustoffe aus Eiweiß mittels des Bauplanes aus der mRNA. Speichersubstanz. Nebst den vielen Stoffwechselprozessen in der Zelle dienen einige Zellen auch als Speicherdepot für Zucker- oder Fettmoleküle. Bild im Skript ausfüllen. Einführung Genetik. Jeder Zellkern besitzt 23 Chromosomenpaare, also 46 Chromosomen. Dabei bestimmen lediglich ein Chromosomenpaar das Geschlecht, heterosomes Chromosomenpaar. Die restlichen Chromosomenpaare sind nicht geschlechtsbestimmend, also Autosom. Mann, X und Y. Frau, X und X. Einführung Genetik. Ein Chromosom besteht aus einem langen Chromatinfaden. Wird dieser Faden genauer betrachtet, sehen wir eine Aneinanderreihung von vielen Eiweißmolekülen. Diploid. In jedem Zellkern einer Zelle sind die Chromosomen doppelt vorhanden. Diese werden Chromosomenpaare genannt. Haploid. Kurz nach der Zellteilung, Mitose, findet man einen einfachen Satz der Chromosomen im Zellkern vor. Zell- und Kernteilung. Alte und kaputte Zellen werden durch neue Zellen ersetzt. Neue Zellen entstehen durch Zellteilung. Die Zellteilung ist ein permanenter Prozess im Körper. Dabei unterscheiden wir drei Arten der Zellteilung. Mitose, Meiose, Amitose, Mitose. Die Mitose ist die häufigste Art der Zellteilung. Aus einer Zelle, Mutterzellen, entstehen zwei genau gleiche Zellen. Tochterzellen. Dabei muss gewährleistet sein, dass in beiden Zellen das gleiche Erbgut, DNA, vorhanden ist. Dieser Vorgang wird in verschiedene Phasen unterteilt. Repetitionszelle. Das Erbgut liegt als lockere Spaghetti, Chromatinfäden, im Zellkern. Der Zellkern ist mit einer eigenen Hülle gut geschützt. Erster. Prophase, Start der Mitose. Auflösung der Zellkernhülle. Teilung des Zentriols, Organell, in zwei Zentralkörperchen, die zu den beiden Polen wandern. Die Chromatinfäden formatieren sich und bilden nun 46 Chromosomen. Zweiter. Metaphase. Die Chromosomen ordnen sich in der Mitte und trennen sich durch Spaltung. Aus einem Chromosom entstehen zwei Chromatiden. Die Zentriolen bilden Fasern, welche eine Zugwirkung auf die Chromatiden auswirken. Dritter. Anaphase. Die Chromatiden wandern jeweils einmal nach rechts bzw. links zu den Polen, die Erbanlagen, DNA, wird somit gleichmäßig verteilt. Vierter. Telophase. Die Fasern des Spindelapparates verschwinden. Es bilden sich um die Chromatiden eine neue Zellkernhülle. Die Zelle beginnt sich einzuschnüren. Vierter. Rekonstruktionsphase. Die Chromatiden verdoppeln sich und ruhen wieder als Chromatinfäden im Zellkern. Direkt nach der Zellteilung benötigt die Zelle noch Zeit, um alle Zellorganellen aufbauen zu können. Nun haben sich aus einer Zelle zwei gleiche Tochterzellen gebildet. Zell- und Kernteilung. Amitose. Die Amitose durchläuft denselben Vorgang wie bei der Mitose, jedoch ohne das finale Abschnüren in zwei Tochterzellen. Bei einer Amitose entstehen also Zellen mit mehreren Zellenkernen. Beispiel: Muskelzelle, Herzmuskelzelle, Zell- und Kernteilung, Meiose. Die Mitose findet während der Befruchtung der Eizelle durch das Spermium statt. Um die fortlaufende Verdopplung des Chromosomensatzes bei der Befruchtung zu verhindern, müssen zwei Reifeteilungen, zwei Mitosen, durchlaufen werden. Einführung in die Pathologie. Krankheitsverlauf. Akut. Chronisch. Rezidiv. Kurze Zeitspanne. 3 bis 14 Tage.
lange Zeitspanne, über mehrere Monate, Jahre hinweg wiederkehrender Verlauf, Rückfall. Entzündung. Eine Entzündung ist eine Reaktion des Körpers auf eine Schädigung und bezeichnet in der Wundheilung die erste Phase. Kardinalsymptome sind Rötung, Rubor, Schwellung, Tumor, Wärme, Kalor, Schmerz, Dolor, Funktionseinschränkung, Functio Lisa. Biopsychosoziales Modell. Vor allem bei chronischen Erkrankungen ist es wichtig, alle Eckpfeiler der Gesundheit zu beachten. Körper, Psyche, soziales Umfeld. Homöostase. Der Körper kann nur unter bestimmten Bedingungen optimal funktionieren. Somit ist er bestrebt, das Gleichgewicht, Homöostase, zu erhalten. Beispiel: pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Körpertemperatur, psychosoziales Gleichgewicht. Modul 2: Histologie, Gewebelehre, Haut. Einführung in die Gewebelehre. Einleitung. Die Zytologie, T1, beschäftigt sich mit der einzelnen Zelle, die Histologie, T2, beschäftigt sich mit Zellverbände, Gewebe. Einzelne Zelle. Gewebe, Zellverbände. Histologie. Ein Gewebe besteht aus Zellverbänden, welche gemeinsam eine Funktion übernehmen, sowie der Interzellularsubstanz, Substanz zwischen den Zellen. Epithelgewebe, Binde- und Stützgewebe, Muskelgewebe, Nervengewebe, Gewebe, Muskelgewebe, quergestreift, glatt, Gewebe, Epithelgewebe, Drüsen, Oberflächenepithel, Gewebe, Bindegewebe, Fett, lockeres, straffes, galterartig, interzellular, Substanz, Stützgewebe, Knochen, Knorpel, Gewebe, Nervengewebe, Epithelgewebe. Epithelgewebe umhüllt Organe, ZB-Organkapsel, oder dienen als Abgrenzung, ZB-Haut. Bild: Epithelgewebe umhüllt die Lunge. Epithelgewebe, Beispiel: Epithelgewebe dient als Hülle sämtlicher Organe, Gefäße und umschließt den Körper in Form der Oberhaut. Beispiel: Unsere gesamte Haut besteht aus Epithelgewebe. Beispiel: Epithelgewebe dient als Hülle sämtlicher Organe, Gefäße und umschließt den Körper in Form der Haut. Bild: Die Gefäßwände von Arterien und Venen bestehen aus Epithelgewebe. Epithelgewebe. Einteilung: Die Form und der Aufbau der verschiedenen Epithelzellen sind perfekt auf ihre jeweilige Funktion angepasst. Einschichtiges Plattenepithel. Diese Epithelschicht besteht lediglich aus einer Zellreihe und ist direkt mit der darunterliegenden Basalmembran verbunden. Einschichtiges Plattenepithel. Diese Epithelschicht besteht lediglich aus einer Zellreihe und ist direkt mit der darunterliegenden Basalmembran verbunden. Beispiel: Auskleidung Organe, zum Beispiel Nierenkörperchen. Mehrschichtiges Plattenepithel, unverhornt. Dieses Epithelgewebe besteht aus mehreren Schichten. Beispiele: Lippen, Mundhöhle, Speiseröhre, Anus, Vagina. Mehrschichtiges Plattenepithel, verhornt. Die gesamte Oberhaut, Epidermis, besteht aus einem mehrschichtig, verhorntem Plattenepithel. Mehrschichtiges Plattenepithel, verhornt. Die gesamte Oberhaut, Epidermis, besteht aus einem mehrschichtig, verhorntem Plattenepithel. Beispiel: Ferse. Kubisches Epithel. Einige Epithelschichten bestehen aus kubischen, würfelförmigen Zellen. Kubisches Epithel. Einige Epithelschichten bestehen aus kubischen, würfelförmigen Zellen. Beispiel: Nierenkanälchen. Übergangsepithel. Das Übergangsepithel zeichnet sich durch seine Dehnbarkeit aus und kommt folglich überall dort vor, wo sich ein Organ ausweiten muss. Übergangsepithel.
Das Übergangsepithel zeichnet sich durch seine Dehnbarkeit aus und kommt folglich überall dort vor, wo sich ein Organ ausweiten muss. Beispiel: Harnblase. Zylinderepithel, ohne Flimmerhärchen. Das einschichtige Zylinderepithel bildet die Schleimhaut des Magen-Darm-Kanales aus, sowie auch die Gebärmutter und Nebenhoden etc. Zylinderepithel mit Flimmerhärchen. Zylinderepithelien mit Flimmerhärchen haben eine Säuberungsfunktion. Beispiel: Atemwege und Nasenschleimhaut. Zylinderepithel mit Flimmerhärchen. Mit dem rhythmischen Schlagen der Härchen können ZB-Staubpartikel aus den Atemwegen abtransportiert werden. Drüsen. In der Fetalzeit können sich Epithelzellen spezialisieren, um gewisse Stoffe zu produzieren, Hormone, Sekrete. Drüsen werden in zwei Gruppen eingeteilt. Endokrine Drüsen. Die endokrinen Drüsen geben ihr Sekret, meist Hormone, direkt in die Blutkreislauf ab. Beispiel: Die Bauchspeicheldrüse gibt das Hormon Insulin direkt in die Blutbahn ab. Insulin senkt den Blutzucker. Exokrine Drüse. Die exokrinen Drüsen geben ihr Sekret an die äußere Oberfläche, ZB-Schweiß, oder an die innere Oberfläche, ZB-Speichel, ab. Talg. Schweiß. Tränen. Speichel, Bild, Speicheldrüse. Verdauungssekrete. Prostata. Etc. Sekretionsvorgang. Betrachtet man den Sekretionsvorgang, kann man Drüsen, unabhängig ob endokrin oder exokrin, in drei Arten unterteilen. Ekrine Drüsen. Apokrine Drüsen. Holokine Drüsen. Ekrine Drüse. Ekrine Drüsen bleiben nach der Sekretion intakt. Seröse Drüsen, dünnflüssig. Speicheldrüse. Tränendrüse. Musköse Drüsen, zähflüssig. Cowper Drüse. Drüse Gebärmutterhals. Gemischte Drüsen. Schleimdrüsen im Mund und Atemweg. Apokrine Drüsen. Ein Großteil der Drüsenzelle wird als Sekret abgestoßen. Duftdrüsen der Achselhaut. Milchdrüse, Bild. Samendrüse. Prostaterdrüse. Holokine Drüsen. Die Zellen dieser Drüsen gehen mit der Sekretproduktion zugrunde, sodass der Zellleib selbst in das Sekret übergeht. Es müssen ständig neue Drüsenzellen nachgebildet werden. Talgdrüsen. Interzellularsubstanz. Bei den meisten Geweben liegen große Zwischenräume zwischen den einzelnen Zellen. Eine Ausnahme bildet das Epithelgewebe, bei welchem die Zellen aneinandergereiht sind. Interzellularsubstanz. Diese Zwischenräume sind mit Interzellularsubstanz gefüllt. Die Zusammensetzung der Interzellularsubstanz definiert den Gewebetyp. Faserlänge. Fasertype. Wassermenge, Mineralgehalt. Bindegewebe. Wie der Name bereits beschreibt, liegt das Bindegewebe zwischen den Organen und hat eine verbindende, schützende und stützende Funktion. Das Bindegewebe ist zellarm und definiert seine Funktion vor allem anhand der Zwischenzellsubstanz. Gallertartiges BG. Lockeres BG, Bild. Straffes BG. Gallertartiges Bindegewebe. Das gallertartige Bindegewebe bildet sich auch Kuren-Bindegewebsfasern, welche in einem gallertartigen Milieu. Bandscheiben, innerer Anteil. Nabelstrang. Lockeres Bindegewebe. Liegt überall im Körper zwischen den einzelnen Organteilen und Organen, Unterhaut, im großen Netz etc. Sehr beweglich. Großer Wasserspeicher. Straffes Bindegewebe. Dicht aneinander liegende Fasern. Sehr stabil und zugstark. Sehnenbänder. Lederhaut, Dura Mater Faszie. Etc. Straffes Bindegewebe. Faszie zwischen zwei Muskelbäuche. Fettgewebe. Das Fettgewebe bildet eine Sonderform des Bindegewebes.
Das Fett kann als Energiereserve gespeichert werden oder dient als Schutz vor Druck. Ferse, Handfläche etc. Stützgewebe. Zum Stützgewebe gehört das Knorpel- und Knochengewebe. Stützend. Formgebend. Punktum Fixum des Bewegungsapparates. Schützen. Knorpelgewebe. Knorpel besteht aus einzelnen Knorpelzellen, Chondrozyten und Interzellularsubstanz. Hyalina Knorpel, Bild. ZB Gelenkknorpel, Luftröhre, Bronchien. Elastischer Knorpel. ZB Ohrmusche. Faseriges Knorpelgewebe. ZB Bandscheibe, äußerer Anteil. Knochen. Das Knochengewebe setzt sich auch Knochenzellen und Interzellularsubstanz zusammen. Große Mineralablagerungen, vor allem eingelagertes Calcium, verleihen dem Knochen seine Robustheit. Muskelgewebe. Aufgrund der verschiedenen Zellformen und Anordnungen der Zellen wird das Muskelgewebe in drei Typen unterteilt. Quergestreifte Skelettmuskulatur, Bild. Quergestreifte Herzmuskulatur. Glatte Muskulatur. Quergestreifte Skelettmuskulatur. Die gesamte Muskulatur, welche der Körperbewegung dient, wird quergestreifte Skelettmuskulatur genannt. Die Muskeln können willentlich angesteuert werden. Skelettmuskulatur. Zunge. Äußere Schließmuskeln. Quergestreifte Herzmuskulatur. Obwohl die Herzmuskulatur dem Aufbau der quergestreiften Skelettmuskulatur ähnelt, muss sie separat behandelt werden. Der Herzschlag kann beispielsweise nicht direkt willentlich beeinflusst werden. Glatte Muskulatur. Die glatte Muskulatur kommt in den Organen und dem Blutsystem vor. Dieser Muskeltyp reagiert unter anderem auf das vegetative Nervensystem und kann nicht willentlich angesteuert werden. Beispiel: Niere mit Blutgefäße. Nervengewebe. Das Nervengewebe besteht aus einzelnen Nervenzellen, Neurone und Gliazellen. Das Nervengewebe kommt im Gehirn, Rückenmark und in den peripheren Nerven vor. Nervenzellen leiten im Körper Signale weiter. ZB Ausführung von willentlichen Bewegungen. ZB Rezeptoren für Berührung und Temperatur. Gliazellen bilden das Gerüst der Nervenzellen, Stützfunktion, und haben eine ernährende sowie informationsweiterleitende Funktion. Die Haut, Derma, bedeckt die ganze Körperoberfläche. Je nach genetischem Bauplan kann die Haut ein Farbspektrum zwischen sehr hell bis zu sehr dunkel haben. Um sich vor der direkten Sonneneinstrahlung, UV-Strahlung, zu schützen, kann die Haut vermehrt Melanin produzieren. Sonnenbräune, Unterteilung der Hautareale. Leistenhaut, unbehaarte Stelle der Haut ca. 5%. Handfläche, Fußsohle. Felderhaut, behaarte Haut ca. 95%. Gesamte restliche Hautzone. Haut. Mikroskopie. Hautschichten. Oberste Hautschicht. Epidermis. Lederhaut, Corum. Unterhaut, Subcutis. Oberflächlich sind Haare sowie die Öffnungen der Drüsen sichtbar. Direkt unter der Haut finden wir verschiedene Rezeptoren. Merkel-Zellen reagieren auf Tastreize. Vater-Pacini-Körperchen reagieren auf Druck- und Vibrationsreize. Meissner-Tastkörperchen nehmen feine Berührungen wahr. Fingerspitzen. Nozizeptoren nehmen Schmerzsignale wahr. Funktion der Haut. Schutz vor mechanischen, chemischen und thermischen Schädigungen. Weiter schützt die Haut vor Strahlen, UV-Strahlen der Sonne und vor Bakterien durch den Säuremantel der Haut. Speicherung von Fett im Unterhautgewebe als Energiereserve und als Dämpfung von Schlägen. Bild: Fettpolster an der Fußsohle schützt den Bewegungsapparat. Ausscheidung von Talg, um Haut und Haare geschmeidig zu halten.
Aufrechterhaltung des wichtigen Säuremantels zum Schutz gegen Bakterien. Sowie das Ausscheiden von Schweiß, Abgabe von Salze und Wasserabkühlung. Temperaturregulation, Thermoregulation. Durch das Verengen oder Erweitern der Blutgefäße kann Wärme zurückgehalten respektive abgegeben werden. Schweißbildung dient der Abkühlung des Körpers von außen. Haut, Veränderung im Alter. Mit zunehmendem Alter verändert sich auch die Haut. Dies ist ein natürlicher Prozess. Lederhaut wird dünner. Schwund von subkutanem Fett, Unterhautfett. Abnahme der Hautspannung, Faltenbildung. Verringerung der Durchblutung. Verminderung der Talg- und Schweißproduktion.